zu unserer Online-Konferenz mit Stefan Heinz zu NS-Architektur in Luxemburg. Sie haben alle Ihre Mikrofone ausgeschaltet, das ist sehr gut. Ich würde Sie auch bitten, das so zu belassen, damit wir keine akustischen Störungen während des Vortrags haben. Ich werde jetzt kurz Stefan Heinz vorstellen, dann wird er seinen Vortrag halten und nachher wird er dann auch gerne Fragen beantworten. Stefan Heinz hat Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Trier studiert und er hat auch da promoviert. Von 2015 bis 2016 war er FNR Research Fellow an der Universität Luxemburg, wo er ein Projekt gemacht hat, eben zur NS-Architektur in Luxemburg. Und seit 2020 ist er Mitarbeiter am Stadtarchiv Stuttgart und an der Akademie der Wissenschaft und der Literatur in Mainz. Lieber Stefan, ich gebe dir das Wort, schalte dein Mikrofon an, super, und here we go. Wunderbar. Liebe Liz, vielen lieben Dank für die freundlichen Worte auf Deutsch. Ich werde meinen Vortrag auch auf Deutsch halten, aber einen Satz muss ich auf Luxemburgisch dann doch vorschicken. Einst hat ein Kollege zu mir an der Uni an Luxemburg mal gesagt, wenn ein Deutschen denkt, er kennt Letzeburgisch, dann denkt er just, er kennt Letzeburgisch. Deshalb werde ich auch gleich an der Deutsch sprechen, jetzt zurückwechseln. Wollte aber zumindest mal ein bisschen Luxemburgisch, wo ich denke, dass ich kann. Vielmals mehr als so. Für die Gelegenheit, hey, meine Rezentforschungen, Liz hat es gesagt, von der Uni zu Lützeburg, wo ich 2 Jahre an dem Forschungsprojekt war, in der Supervision von Michel Pauli, hey, die Ergebnisse auch ein bisschen davon vorzustellen. Insofern vielmals merci und damit wechsle ich in die deutsche Sprache und öffne meine PowerPoint. Voilà, meine Damen und Herren. An, wir sehen die noch nicht. Okay, ich dachte, ich hätte schon den Bildschirm geteilt. Ah, teilen, okay. Ja, jetzt ist es. Voilà, wunderbar. Wie Sie sehen, ist auch das Streaming-Format für mich neu. Insofern vielen Dank für die Gelegenheit, hier meine Forschungen präsentieren zu dürfen und auch für mich zum ersten Mal im Stream einen Vortrag, eine Konferenz halten zu dürfen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier meine Ergebnisse, meine Forschungsergebnisse vorzustellen zu können. Gerade vor diesem Hintergrund sind auch im Anschluss gerne Fragen und Anregungen auch herzlich willkommen. Das Streaming-Format bringt es mit sich, dass man mich nur eher klein im Hintergrund sieht. Das heißt also auch, dass man meine Gesten nicht allzu sehr sieht, was insofern interessant ist, wenn ich Termini der NS-Diktion verwende und manchmal nicht Anführungszeichen mache, bitte ich die Einschränkungen, wie so genannt, teilweise mitzuhören, mitzubedenken. Was das Streaming-Format ebenfalls mit sich bringt, ist, dass ich aus verschiedenen Gründen daher auch bei Vergleichsbildern ein wenig auf urheberrechtlich bedenkliche Bilder verzichtet habe, da wo ich schlicht und ergreifend keine Bildrechte bekommen konnte. Ansonsten, da wo wir sie haben, und ich sage bewusst wir, weil Liz Hoffmann hat mich da sehr unterstützt, sehen Sie in der PowerPoint unten rechts eingeblendet, wem die Bildrechte gehören. Daher möchte ich mich auch ganz ausdrücklich neben dem Résistance-Musée, das einen Großteil der Abbildungen beigesteuert hat, besonders beim Archiv de la Ville, beim Nationalarchiv, aber auch beim Letzeburg City Musée sowie der Bibliothek National bedanken und last but not least bei den beiden Zeitungen Luxemburger Wort und Escher Tageblatt, die auch beide mir die Bildrechte gewährt haben für diese Online-Präsentation. Dessen ungeachtet soll es im Folgenden in der nächsten knappen Stunde um NS-Architektur in den Städten Esch und Luxemburg gehen. Wobei ich beide Projekte vorstellen werde mit einem leichten Schwerpunkt auf Esch als Set, um dann zu untersuchen, wo die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten, wo aber auch die Wechselwirkungen in den Konzepten liegen. Das allgemeine Thema ist dabei nicht ganz neu. Wenn Sie aktuell Ihr TV-Gerät einschalten und einen deutschen Fernsehkanal auswählen,
finden Sie auf verschiedenen Spartenkanälen eine inzwischen unüberschaubare Anzahl von TV-Dokumentationen zur Architektur des Nationalsozialismus. Da ist dann oft von bösen Bauten die Rede oder geheimnisvollen Orten. Und man präsentiert in Computeranimationen sehr wirklichkeitsgetreue Bilder von nie vollendeten Bauvorhaben. Diese Herangehensweise kann man jetzt kritisch sehen, hat sie allerdings auch einen positiven Nebenaspekt. Das Themenfeld ist im öffentlichen Diskurs präsent. Unabhängig von der Visualisierung und Didaktik hat man aber auch zugleich den Eindruck, dass NS-Architektur ausschließlich auf die im Übrigen ganz gut erforschten Beispiele, Großprojekte von Berlin, München und Nürnberg reduziert wird. So wird die berühmte Volkshalle Albert Speers, die wir hier oben rechts sehen, die auch als Inbegriff größenwahnsinniger NS-Architektur gilt, inzwischen auch als Modell bei Fernseh- und Kinoproduktionen gezeigt. Es handelt sich im Übrigen, wir sehen es unten links, um einen Nachbau, der eigens für den Film Der Untergang gebaut wurde und für die Fernsehproduktion Speer und Er modifiziert wurde. Computeranimiert ist die Halle in der aktuell prominenten Amazon-Serie The Man in the High Castle zu sehen, die im Rahmen der kontrafaktischen Geschichte ein Berlin des Jahres 1962 zeigt, in dem die Nazis den Krieg gewonnen haben und Albert Speers Bauten umgesetzt wurden. Hier spielt die große Halle einen zentralen Schauplatz in der Handlung, und zwar in der zweiten Staffel, die eben teilweise in Berlin spielt. Dass aber auch abseits von Berlin, München und Nürnberg nach 1933 gebaut wurde, ist nun wenig überraschend, schafft es allerdings etwas seltener ins Fernsehen. Das liegt mitunter auch daran, dass Gebäude wie beispielsweise diese Trierer Wohnhäuser an der Ruwerer Straße nicht automatisch als NS-Architektur erkennbar sind. Architektur ist im NS-Staat niemals eindimensional und doch ist ihr politischer Gehalt stets mitzubedenken. Denn sogar der Wohnungsbau ist im Nationalsozialismus keineswegs unpolitisch. Architektur und Städtebau hatten im Dritten Reich viele Funktionen, nicht nur, aber besonders in der Selbstdarstellung des Regimes. Daher veröffentlichte das Reich am 4. Oktober 1937 das, wir sehen unten das Reichsgesetzblatt, Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte. Zu diesem Zeitpunkt 1937 lagen jedoch lediglich 4 Metropolen im Fokus Adolf Hitlers. Die sogenannten Führerstädte, München, Nürnberg, Berlin und Hamburg. Nach der Annexion Österreichs folgte Linz. In den folgenden Jahren stieg die Zahl der Neubauplanungen allerdings aus unterschiedlichen Gründen auf ungefähr 40 Städte offiziell an. Der totalitäre Anspruch des NS-Staates erstreckte sich zudem auf alle Regionen. Wenn wir die gängigen Karten über umfangreiche Baumaßnahmen im Reich zugrunde legen, dann können wir hinsichtlich der Verteilung kaum einen geografischen Schwerpunkt ausmachen. Ferner schließt die Baupolitik nach Kriegsbeginn auch die besetzten Gebiete mit ein. Blicken wir dabei nun auf die Westgrenze des Reiches, so müssen wir feststellen, dass auch für Koblenz als Gauhauptstadt und Luxemburg, das 1940 vom Reich faktisch annektiert worden war, Bauprogramme vorgelegen haben. Zudem gibt es viele weitere Planungen abseits dieser offiziellen Städte, die hier auch daher nicht aufgelistet sind, beispielsweise auch für Trier oder eben für Esch-Alzett, um das es ja heute auch gehen soll. Ohne nun ausführlich auf die innere Verwaltungsstruktur Nazi-Deutschlands eingehen zu wollen, muss man für den sogenannten Gau-Mosel-Land einen wichtigen Faktor festhalten, der anhand dieser Karte deutlich wird. Die erwähnte de facto Annexion Luxemburgs im Jahr 1940. Sie hat der Verwaltungseinheit überhaupt erst den Namen verliehen, denn der Gau hieß vorher Trier-Koblenz. Wie kam es dazu? Entgegen der erklärten Neutralität hatte die Wehrmacht Luxemburg im Zuge der Westoffensive gegen Frankreich erobert, sodass deutsche Truppen am 10. Mai 1940 Stadt und Land besetzt hatten. Tags darauf wurde eine Militärverwaltung eingerichtet,
welche Berlin jedoch bereits am 31. Juli durch einen sogenannten CDZ, einen Chef der Zivilverwaltung, in Person von Gauleiter Gustav Simon ersetzen ließ. Staatsrechtlich war dies ein entscheidender Einschnitt, denn damit endete formal die Unabhängigkeit Luxemburgs für 4 Jahre. Ähnlich, auch das sehen wir auf der Karte, ging es übrigens den ostfranzösischen Regionen, denn Hitler hatte entschieden, nicht etwa das kaiserzeitliche Elsass-Lothringen wieder aufleben zu lassen, sondern Metz und Thionville, eingedeutscht als Diedenhofen, dem Gau Westmark anzugliedern und das Elsass zum Gau Baden zu zählen. Hierbei ist die ideologisch-politische Aufgabe von Architektur zu berücksichtigen. Diente die urbane Neugestaltung im sogenannten Altreich einer Selbstvergewisserung der Macht, so hat die Baupolitik im besetzten Ausland ganz klar auch eine identitätsstiftende und ich würde sogar sagen eine identitätsüberlagernde Funktion. Die indigene Bautradition, die in Luxemburg beispielsweise von Belgien und Frankreich beeinflusst war, sollte ausgelöscht werden und eine nationalsozialistische Identität sollte neu implementiert werden. Der Rückgriff auf eine vermeintlich deutsche Vergangenheit diente letztlich als nichts anderes als ein Legitimationsvehikel, das inhaltlich, ganz nebenbei, gewagte Schlüsse erforderte. Auf einer Kundgebung in Luxemburg am 9. Februar 1941 hielt Gauleiter Gustav Simon eine Rede, bei der er quasi die ideologische Marschroute festlegt. Hier der Bericht im Luxemburger Wort einen Tag später. Simon und weitere Parteifunktionäre der Volksdeutschen Bewegung sahen es als ein zentrales Ziel an, Luxemburg in die vermeintliche Volksgemeinschaft zu integrieren. De facto entsprach dieser Weg einer Terrorkampagne, bei der ergänzend alle propagandistischen Mittel ausgeschöpft wurden. Deutsch wurde zur alleinigen Amtssprache und die Germanisierung französisch klingender Straßen und Familiennamen wurde vorangetrieben. Einschneidend für das Nationalgefühl war zudem der Abriss von Denkmälern der nationalen Souveränität. Ich erinnere nur an die Gelle Fra, jenem 1923 von Klaus Zito geschaffenen Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die eben auf französischer Seite gekämpft hatten. In diesem politischen Gesamtkontext sind die urbanen Gestaltungspläne einzuordnen. Mit der Annexion verlor die Stadt Luxemburg ihre Funktion als Kapitale eines Landes an Berlin. Und selbst der Gausitz sollte in Koblenz verbleiben. Zunächst jedenfalls. Endgültig geklärt war die Frage nicht unbedingt. Für den Gau Baden beispielsweise sollte nämlich auch das besetzte Straßburg zur neuen Gauhauptstadt werden. Sehr zum Unmut der vorherigen Gauhauptstadt Karlsruhe. Für die deutschen Behörden in Luxemburg wiederum war die Argumentation etwas anders gelagert. Luxemburg war durch die Zwangsannexion zu einer Kreisstadt degradiert worden, stand also in der Verwaltungshierarchie auf einer Stufe mit Diekirch oder mit St. Goa am Rhein. Der Generalbebauungsplan sollte nun dieses Defizit ausgleichen, um die Bevölkerung an das Reich zu binden. In einer internen Denkschrift des von den Nazis eingesetzten Oberbürgermeisters Richard Hengst, wir sehen ihn hier in seiner SA-Uniform, in dieser internen Denkschrift vom 5. Dezember 1940 betont dieser die Gefahr eines Bedeutungsverlustes. Da, ich zitiere, die Stadt nicht mehr Regierungssitz eines kleinen, aber reichen Landes ist. Zitat Ende. Da man den Luxemburgern, ich zitiere weiter, auf absehbare Zeit materielle Vorteile nicht bieten kann, Zitat Ende, müsse nun deutsche Kulturarbeit, wie er es nennt, hierzu zählt er eben Theater, aber auch die Neubauten innerhalb eines Gestaltungsplans, diese Lücke nun schließen. Euphemistisch als Aufbauarbeit deklariert, liegt dem Bebauungsplan somit, wie auch bei der Umbenennung des Gaus, die Absicht zugrunde, den Luxemburgern als Teil einer deutschen Volksgemeinschaft eine rassische Identität als
Moselfranken zu verleihen. Was bei der Bevölkerung im Übrigen, Paul Dostert hat das schon mal herausgestellt, auf keine große Resonanz stieß. Unabhängig davon suchte man dementsprechend nach einem reichsdeutschen Architekten, der Erfahrung auf dem Gebiet der Stadtplanung hatte und, nicht unwichtig, auch zur Verfügung stand. Die Entscheidung fiel über Umwege auf den ehemaligen Leipziger Baurat Dr. Hubert Ritte. Der stand ursprünglich der Bauhausmoderne recht nahe, was man an einigen seiner Bauwerken, hier habe ich ausgewählt, die Leipziger Rundlingsiedlung, doch recht deutlich nachvollziehen kann. Ritter fiel allerdings 1933 genau wegen dieser Haltung in Ungnade beim Regime, konnte sich jedoch in den folgenden Jahren mit dem System arrangieren und schließlich 1940 erste Meriten verdienen, als er für das ebenfalls von deutschen Truppen besetzte Krakau in Polen einen vergleichbaren Generalbebauungsplan wie Luxemburg aufstellte. Hubert Ritter und seine im Übrigen durchweg Luxemburger Mitarbeiter entwickelten zahlreiche Pläne, unter anderem für ein Parteiforum, für ein Rathaus, für verschiedene Verwaltungs- und Kulturbauten, aber auch für eine Mustersiedlung für 50.000 deutsche Beamten, aber auch für Ehrenhallen und vieles andere mehr. Es handelt sich um ein Konvolut von insgesamt 200 Skizzen, Plänen, Zeichnungen, teilweise flüchtig skizziert, teilweise bis zur Statik durchgerechnet. Alle hier vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. Doch kann man festhalten, dass das reichhaltige Material, das im Archiv de la Ville aufbewahrt wird, von einem sehr ausgefeilten und sehr ausgedehnten Planungsumfang zeugt. Teile davon können Sie übrigens aktuell im City Musée in der Ausstellung LU 82 1.2 296, stöbern Sie im Stadtarchiv, sich anschauen, aus der auch dieser Snapshot für mich vom virtuellen Rundgang noch stammt. Dass diese Entwürfe zum großen Teil oft auch städtebauliche Eingriffe vorsahen, geht direkt auf Hubert Ritter zurück, der sich mindestens so sehr als Stadtplaner verstand wie als Architekt. Baumaßnahmen waren mehrheitlich an der städtischen Peripherie der Altstadt, und zwar auf dem Plateau Kirchberg vorgesehen. Hier sollte weitläufig ein riesiges neues Stadtviertel entstehen mit einem Parteiforum als Zentrum. Für diese städtebauliche Idee spielen verschiedene Ideen hinein. Ritter selbst betont zwar, dass er die Altstadt nicht durch große Baukörper stören wollte, doch ist das nur ein Teil der Wahrheit. Das Parteiforum hätte als Architektur ja letztlich ebenfalls der Selbstdarstellung des Regimes gedient und die Silhouette des alten Luxemburg wie eine Theaterkulisse im Hintergrund eingesetzt. Gewollt auf dem Plateau Kirchberg war zudem die geografische Ausrichtung, die, und das wird in den Quellen an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich, ganz bewusst von Luxemburg aus nach Osten ausgerichtet war, also in Richtung Deutschland orientiert war. Hauptattraktion auf diesem Forum wäre eine Feierhalle geworden, deren ungewöhnliche Form ausgewählt wurde, wie Ritter selbst schreibt, ich zitiere, um den nationalsozialistischen Gemeinschaftsgedanken besonders klar herauszuarbeiten. Zitat Ende. Diese Halle wirkt in der endgültigen Fassung wie eine Mischung aus Hochhaus, Kathedrale und Burg. Der traditionelle Festungscharakter Luxemburgs trifft hier auf die pseudomittelalterliche Architektursprache des Dritten Reiches. Ritters städtebauliche Vorstellungen sind hingegen keineswegs mittelalterlich oder unmodern. Die Altstadt sollte vergleichsweise unangetastet bleiben, eine sehr moderne Idee, um, heute würde man sagen, auf der grünen Wiese ein neues Stadtviertel zu entwerfen, auf deren infrastrukturelle Anbindung zudem sehr großer Wert gelegt wurde. Im Grunde genommen lassen sich bei diesen Planungen drei konzeptionelle Ideen herausstellen. Erstens die Anbindung des Plateaus Kirchbergs über eine Brücke an die Altstadt. Zweitens die Erschließung dieses Areals durch eine Mischnutzung aus Arbeiten, Wohnen und Kultur. Sowie drittens die Anbindung des Gebietes mittels einer Autobahn in Richtung Trier sowie einem Straßenring um die Stadt Luxemburg.
Es erscheint daher, und wenn Sie sich in Luxemburg auskennen, haben Sie es schon gemerkt, wie eine Ironie, dass diese urbanen Grundsätze nach dem Krieg ihre Fortsetzung gefunden haben. Alle drei Prinzipien werden in den 1960er Jahren vom Fonds d'Urbanisation auf dem Plateau Kirchberg umgesetzt. Das wiederum blieb Hubert Ritter, der inzwischen im fernen München lebte, nicht verborgen. Er stand nämlich nach dem Krieg mit seinen alten Luxemburger Weggefährten, die teilweise als Kollaborateure inhaftiert gewesen waren, in einem relativ regen Briefkontakt. Er wurde sogar 1958 bei Staatsminister Bodson vorstellig und versuchte, und da kann man wirklich nur von Hybris sprechen, sich als beratender Planer für das Luxemburger Europaviertel ins Spiel zu bringen. Also Hubert Rutter schreibt das, die Briefe sind in seinem Nachlass erhalten, er schreibt bei Bozen und ist danach auch sehr enttäuscht, dass man ihn nicht bedacht habe, was natürlich absolut abwegig war. Bozen schreibt ihm eine sehr höfliche, aber auch sehr bestimmte Ablehnung seines Ansinnens. Unabhängig davon, die Pläne für die Stadt Luxemburg sind nicht die einzigen architektonischen Maßnahmen, die die Nationalsozialisten im Großherzogtum vorsahen. Die Errichtung einer Jugendherberge in Verlorenkost wurde zum Beispiel durch einen Wettbewerb organisiert. Auf diesen Wettbewerb haben sich insgesamt 22 Architekten beworben. Die Ausschreibung richtete sich übrigens interessanterweise explizit an Luxemburger Architekten, die entweder hier geboren waren oder aber seit mindestens 6 Monaten hier lebten. Maximal 3 reichsdeutsche Architekten waren zugelassen. Der erste Preis ging dann auch tatsächlich an einen Luxemburger, nämlich an Pierre, beziehungsweise eingedeutscht, Sie sehen es unten, Peter Krach, der schon vor dem deutschen Einmarsch einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet hatte und auch danach weiter im Jugendherbergsbau tätig war. Unter anderem die Jugendherberge in Vianden ist von ihm, aber auch verschiedene Kinobauten. Weitere Jugendherbergen waren übrigens immer wieder auch von den Nazis im Gespräch, wenngleich die Pläne meistens sehr unkonkret blieben. Erwähnen muss man zudem die Umnutzung von Bestandsbauten, was letztlich auch zu Baumaßnahmen geführt hätte. Wenn politische Schulen, die sogenannten Napolas, eingerichtet wurden in Schlössern, zum Beispiel Colmar Berg, oder in Klöstern wie in Clairvaux, dann darf man davon ausgehen, und es findet sich auch oft der Verweis, dass letztlich Neubauten dieser Einrichtungen geplant gewesen sind. Einzelprojekte wie diese Jugendherbergen sind mit den urbanen Planungen Ritters allerdings nur bedingt vergleichbar. Doch gibt es einen weiteren städtischen Bebauungsplan im annektierten Land, der allerdings nicht von Ritter stammt, und zwar für Esch-Alzett. Neben Luxemburg darf Esch sicherlich als die zweite wichtige Stadt im besetzten Land gelten. Vorrangig aufgrund der kriegswichtigen Wirtschaftskraft der naheliegenden Stahlverhüttung. Während des deutschen Einmarschs hatte die Stadt etwa 27.000 Einwohner, beziehungsweise 1941 nach der Eingemeindung Schifflons etwa 32.000 Einwohner. Und damit etwas mehr als die Hälfte Luxemburgs, also der Stadt Luxemburg, aber immer noch doppelt so viele wie in Differdange oder Düdelange beispielsweise. Esch, im Nazi-Jargon mit dem Beinamen versehen, an der Alzig, war somit ein kriegswichtiger und wirtschaftsstarker Standort, dessen symbolische Bedeutung als Grenzposten im Westen zudem propagandistisch ausgesprochen wichtig war. So feierte die Propaganda Esch auch als, Sie sehen es hier, Deutschlands westlichste Kreisstadt, Zitat Ende. Aus dem Escher Tageblatt, wobei man natürlich sagen muss, Escher Tageblatt, die Zeitungen, sowohl das Wort als auch das Tageblatt, waren selbstredend gleichgeschaltet. Also wir können hier nicht von einer freien Presse oder sowas sprechen, sondern entsprechend die Zensur durch Nazi-Deutschland wirkte auch hier. Im September 1941 besuchte Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz den neuen Moselgau und damit auch Luxemburg. Anlässlich einer Rede vor Parteigenossen verkündete er, dass, ich zitiere, Luxemburg und Esch durch Bauten der nationalsozialistischen Bewegung ausgezeichnet werden soll. Zitat Ende.
Es fanden, so berichtet das Tageblatt, im Anschluss sogar Ortsbegehungen statt und man zeigte ihm, so die Presse weiter, ich zitiere, Pläne und Modelle der Parteibauten von Luxemburg, Diekirch und Esch. Zitat Ende. Es ist im Übrigen deshalb dieses Bild von Schwarz und Links nicht sein letzter Besuch in Luxemburg, allerdings ist der zweite weitaus weniger freiwillig gewesen, denn er ist im berühmten prominenten Kriegsgefangenenlager Camp Ashcan in Mondorf kurzzeitig inhaftiert gewesen. Davon unabhängig ist die Ankündigung von Schwarz hochinteressant. Er erwähnt neben Luxemburg eben auch Esch und Diekirch, wo wir die Pläne noch gar nicht kennen. Doch für Esch ist es ähnlich gewesen. Auch da waren die Pläne lange Zeit unbekannt gewesen. Das wiederum ist nicht ganz ungewöhnlich, denn die Erforschung zur NS-Architektur setzte relativ spät ein und konzentrierte sich anfangs auch ganz auf die eingangs erwähnten Großprojekte in Berlin oder Nürnberg. Auch die Pläne für Luxemburg-Stadt kannte bis in die 1990er Jahre kaum jemand. Guy Thewes war einer der ersten, der darauf aufmerksam machte. Inzwischen sind sehr viele Publikationen zum Thema dazugekommen, insgesamt zuletzt der im Übrigen sehr, sehr lesenswerte Band von Richard Nemetz zur NS-Architektur in Ost- und Mitteleuropa, der einige Vergleichspunkte auch zu Luxemburg aufmacht. Nun ist allerdings neue Literatur nicht immer gut. Das hier gezeigte Zitat aus dem aktuellen Marco Polo-Reiseführer hat in Esch genug Diskussionen hervorgerufen, sodass ich mich hier ganz einfach nur Dennis Guto anschließen kann, der im Tageblatt unlängst nochmal auf die Unzulänglichkeiten des Buches hingewiesen hat und darauf, dass das Résistance-Musée natürlich nichts mit Nazi-Architektur zu tun hat. Dessen Bau zeige ich hier aber auch noch aus einem zweiten Grund, und zwar folgender. Forschung passiert, wo Quellen zugänglich gemacht werden. Erst der Fund auf dem Dachstuhl einer Schule in Hollerich machte die Erforschung der Luxemburger Pläne möglich und einen vergleichbaren Weg schlug das Résistance-Musée ein hinsichtlich der Pläne für Esch. Anna Linster hatte sie bereits vor einigen Jahren mal kurz vorgestellt, doch erst dank Frank Schröder und Liz Hoffmann konnten sie nun erstmals ausführlich durch mich untersucht und analysiert werden. Darauf basiert nicht nur dieser Vortrag, sondern auch ein Aufsatz, der im Herbst erscheinen wird in der Publikation Luxembourg et le Troisième Reich, wo er auch dann nachzulesen sein wird. Die Quellenlage ist in Esch etwas schwächer als für Luxemburg-Stadt. Doch erlauben mehrere Presseartikel, wenn man, wie schon erwähnt, den Propagandatenor quellenkritisch ein wenig ausklammert, zumindest einige Rückschlüsse auf die Vorhaben. Aufschlussreich ist unter anderem eine Auflistung, die anlässlich der ersten Ratsherrensitzung des kommissarischen Bürgermeisters Otto Kompf, den wir hier oben links sehen, im November 1941 publiziert wurde. Der Text betont, dass Esch als Industriestandort zusätzlich zu einem deutschen Verwaltungszentrum aufgebaut werden soll, obwohl im laufenden Krieg keine Neubaupläne umgesetzt werden können, was natürlich auch eine Ausrede ist, um großspurigen Ankündigungen keine Taten folgen zu lassen. Optimistisch heißt es jedoch, ich zitiere, nach Kriegsschluss würden große und zahlreiche Neubauten zu errichten sein, und zwar ein Kreisforum, Landratsamt, Finanzamt, Arbeitsamt, Amtsgericht, Hitlerjugendheim, Unterkunft der HJ-Führung, Mädchenoberschule, Hauptschule, Wirtschaftsoberschule, Volksmusikschule, Kreissparkasse, Beamtenwohnungen, Volkswohnungen, Kleinsiedlungen, Sportgelände mit Schwimmbad und ein Wasserwerk. Zitat Ende. Genannt wird auch der Architekt, der diese Planungen koordinieren soll. Ich zitiere weiter. Das unter Leitung des Baurats Löb stehende Stadtplanungsamt hat die Aufgabe, diese bauliche Entwicklung der Stadt zu einer vorausschauenden, planvollen Lenkung der künftigen Bebauung nach den Grundsätzen der städtebaulichen Gesetzmäßigkeit überzuleiten. Zitat Ende. Von diesem Bebauungsplan und dem genannten Baurat Architekten Löb berichtet auch das Escher Tageblatt ebenfalls im November 1941 und geht ausführlich, und das macht den zweiten Beitrag interessant, auf die ideologischen Hintergründe ein.
Esch sei, ich zitiere, eine typische Industriestadt, die in einer Zeit amerikanischer Entwicklung eine gewisse Gründerperiode mitgemacht hat, mit allen ihren Schwächen und Fehlern, ohne Baukultur und ohne Baugesinnung. Zitat Ende. Auf einen Vergleich zum Marco Polo Reiseführer verzichte ich an dieser Stelle. Man kritisiert jedenfalls im Tageblatt die großstädtischen Fassaden und man vermisst eine, ich zitiere weiter, bodenständige und heimatgebundene Bauweise. Zitat Ende. Über den in beiden Texten erwähnten Karl-Heinz Löb weiß man eher wenig. Die Einwohnermeldekartei liefert zumindest einige Hinweise. Sie weist ihn als einen reichsdeutschen Architekten evangelischer Konfession aus, der seinen Hauptwohnsitz in Koblenz hatte. Geboren wurde er am 25. August 1908 in Mannheim als Sohn von Adam und Johanna Löb, die wiederum eine geborene Schmieg war. Das ist interessant. Karl-Heinz Löb stammt somit aus einer sehr erfolgreichen Architektendynastie, die in Mannheim zum wohlhabenden Großbürgertum während der Kaiserzeit zählte. Also von seinem Vater sind mehrere Villenbauten, als Architekt Villenbauten, bekannt. Karl-Heinz Löb lebte vor dem Krieg in Stuttgart, doch fehlen über seine weitere Tätigkeit, auch nach dem Krieg, ob er ihn überhaupt überlebt hatte, bislang weitere fundierte Hinweise. Ebenfalls aus dem November 1941, als die beiden Zeitungsartikel erschienen sind, stammt das erhaltene Planmaterial, das sich im Besitz des Musée National de la Résistance befindet. Es sind weitaus weniger Pläne als für Luxemburg-Stadt, doch stechen insgesamt 6 Studien zu einem Parteiforum hervor, die wir uns gleich im Detail ansehen werden. Von Löb und seinem Bauzeichner Bauler signiert und teilweise auf den 9.10. September 1941 datiert, vermitteln sie einen guten Eindruck von den Vorhaben zu diesem Parteiforum. Es gibt einen Gesamtplan, Grund sowie mehrere Aufrisse und eine farbige Isometrie. Es handelt sich hierbei ganz sicher um das Material, das einige Monate später, am 22. Januar 1942, den Verantwortlichen vorgelegt wurde. In den Zeitungsberichten dazu heißt es nämlich, ich zitiere, anhand eines Gipsmodells und von Plänen gab Baurat Löb Aufschluss über die Planungsarbeit betreffend den Ausbau der Stadt. Zitat Ende. Die erwähnte Maquette, das Gipsmodell, hat wahrscheinlich den Krieg nicht überstanden, aber es gibt eine Aufnahme, welche sich zudem mit den Plänen deckt, sodass man die geplante Anordnung ganz gut erschließen kann. Um sich die Lage des Forums innerhalb der Stadt etwas besser vorstellen zu können, habe ich hier einige markante Punkte mit den roten Pfeilen in Esch bezeichnet. Und wie man sieht, sollte das Areal des Schlossgartens im Nordosten der Stadt genutzt werden, das zwischen Château Bervard und der Rondbreg lag. Hier das Parteiforum oder das geplante Forum in typischem Braunmal von mir hervorgehoben. Im Entwurf besteht es letzten Endes grob aus 2 Teilen, einem großen Aufmarschplatz, an dem dreiseitig Bauten errichtet werden sollten, die diesen Platz einrahmten, der sich dann allerdings an der 4. Seite zur Stadt hin öffnen sollte. Dort liegen 2 längsgerichtete Gebäuderiegel mit Rundbogenarkaden, die zur Altstadt letzten Endes überleiten, zum heutigen Place de l'Hôtel de Ville. In der recht ähnlichen oder fast identischen Isometrie wird zudem sichtbar, dass zwischen diesen beiden langen Gebäuderiegeln, ungefähr bewegen wir uns da heute entlang der Rue Helene Buchholz, dort sollte scheinbar ein Wasserbassin der Alzette liegen. Unter dem angrenzenden gepflasterten Appellplatz wäre der Fluss scheinbar unterirdisch kanalisiert worden und erst hinter dem Forum dann wieder zum Vorschein gekommen. Zur Stadt hin schließt das Bassin an den heutigen Place de l'Hôtel de Ville an und als Entrée sehen Sie unten links in der Ecke 2 schematische Denkmäler, bei denen zunächst nicht ganz klar ist, was sie letzten Endes darstellen sollen.
Wenn man sich allerdings die Adler anschaut, die wenige Jahre vorher in der Ordensburg Vogelsang in der Eifel aufgestellt wurden, dann kann man ahnen, wie man sich diese Denkmäler vorstellt. Der Kölner Bildhauer Willi Meller hatte die etwas merkwürdig erscheinenden Adler für Vogelsang gefertigt. Wer wiederum die Escher liefern sollte, ist jedoch bislang vollkommen unbekannt. Was möglicherweise aber auch daran liegt, dass es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht entschieden war. Die vier Gebäude, die die drei Seiten des Appellplatzes umschließen, folgen in der Anordnung im Erscheinungsbild einem relativ festen Kanon für Parteiforen, der letzten Endes sogar auf Hitler selbst zurückgeht. Im Februar 1941 schrieb sein oberster Architekt Albert Speer an den ebenfalls bereits erwähnten Reichsschatzmeister Schwarz in einem Brief. Ich zitiere: Grundsätzlich wünscht der Führer in allen Gauhauptstädten die Errichtung eines Gauforums, an dem in der Hauptsache die Parteibauten, eine Gauhalle, ein Kundgebungsplatz, ein Glockenturm, aber auch die Behörde des Reichsstatthalters ihren Sitz hat. Dieses Gauforum ist der Mittelpunkt aller städtebaulichen Überlegungen. Zitat Ende. Dieses Prinzip, die Dinge, die er aufzählt, gelten letztlich auch für die Escher-Anordnung. Selbst wenn es sich hierbei ja nicht um ein Gauforum, Esch wird nie Gauhauptstadt und soll es auch nie werden, handelt, sondern verwaltungshierarchisch eine Stufe darunter um ein Kreisforum. Fixpunkt ist die Versammlungshalle, die sich dann im Grundriss als eine dreischiffige Anlage entpuppt mit einem quergelagerten Vorraum, an dessen Seiten zwei Treppenhäuser liegen, die die Emporen im ersten Stock bedienen sollten. Der Vorraum setzt sich in gleicher Breite als offene Säulenhalle fort, architektonisch würde man von einer Art Stoa sprechen, zum Platz hin und bedient dort eine Freitreppe. Hier hätte der Eingang gelegen, der im Plan bei allen drei Bauten durch Pfeile an, oder allen vier Bauten letzten Endes, bei allen vier Bauten durch Pfeile angezeigt wird. Die Grundrisse der beiden Nebengebäude wiederum entsprechen klassischen, sogenannten zweihüftigen Verwaltungsbauten, also mit einem mittigen Flur, der die Büros zu beiden Seiten versorgt. Ebenfalls gut zu sehen ist, dass der Glockenturm im Erdgeschoss deutlich dickere Mauern erhalten sollte. Die Fassade der Halle mit ihren neoklassizistischen Kolossalsäulen und den wandflächigen Seitenpylonen, auf denen man Reichsadler erkennen kann, diese Gestaltung darf in gewisser Weise als Standardtyp solcher Hallen gelten. Die Trauf- bzw. Attikahöhe hätte bei etwa 17 Metern gelegen. Mit über 60 Metern mehr als dreimal so groß oder so hoch wäre der seitliche Glockenturm geworden. Auf einem massiven Untergeschoss sitzt er als eine Art Kampanile, als dessen Bekrönung eine Laterne dienen sollte, wo es sogar eine Aussichtsplattform geben sollte. Er erinnert somit eher auch an die Stadttürme der Toskana, man denke an San Gimignano beispielsweise, was im Übrigen andernorts bereits zu Kritik geführt hatte. Den Fall gab es nämlich auch in Regensburg. Dort bemängelte das Preisgericht beim Wettbewerb für das Regensburger Parteiforum, ich zitiere aus dem Preisgerichtsentschluss, Zitat, der Turm mutet fremdländisch, Klammer auf, italienisch, Klammer zu, an, Zitat Ende. Über den tieferen Sinn dieser Türme, die ja Teil eines jeden Parteiforums waren, kannst du die Frage stellen, was soll das überhaupt? Kann man lange spekulieren und auch lange diskutieren. Jedenfalls ist die Escher-Anordnung ausgesprochen ungewöhnlich. Traditioneller sind die beiden Nebengebäude. Sie sind letzten Endes unterschiedlich große, dreigeschossige Verwaltungsbauten mit einer Erdgeschossrustika und einer Hauptfassade zum Platz hin. Man sieht gewisse Anleihen beim Schlossbau, so scheint der Haupteingang des oberen Gebäudes mit seinem Mittelrisalit sein Repertoire ganz eindeutig aus dem Bautypus Stadtpalais zu beziehen. Ein Detail ist jedoch auffällig. Über dem platzseitigen Eingang befindet sich ein sogenannter Führerbalkon. Dessen Anbringung an öffentlichen Gebäuden machte ein eigentlich ja
neutrales Architekturmotiv zu einem Herrschaftszeichen, das, so hat Wolfgang Schächer es einmal formuliert, ich zitiere, mit der Aura der Allgegenwärtigkeit des Führers, Zitat Ende, besetzt ist. Genau aus diesem Grund finden sich solche Führerbalkone deshalb sehr, sehr häufig in der NS-Architektur und eben insbesondere an öffentlichen Verwaltungsbauten. Ohnehin ist das Erscheinungsbild des Escher Forums insgesamt wenig außergewöhnlich. Stilistisch schwanken die Bauten zwischen Klassizismus und Heimatschutzstil, doch sind die Entwürfe wohl auch ein Stück weit als Massenmodelle zu verstehen, bei denen das endgültige Aussehen noch nicht ganz festgelegt war. Verglichen mit dem großspurigen, aber immerhin durchdachten und halbwegs ungewöhnlichen Plänen für das Forum auf dem Kirchberg, wirken die Entwürfe für Esch eher bieder, zumindest etwas unkreativ. Das Forum besteht aus den obligatorischen Komponenten, die spätestens seit 1937 mit der Errichtung des Gauforums von Weimar einen eigenständigen festgelegten Bautyp bildeten. Weimar als eines der wenigen, zwar unvollendeten, aber tatsächlich begonnenen, ausgeführten und, wie man hier sieht, sogar größtenteils noch erhaltenen Parteiforen, war ein Vorbild für viele weitere Städte. Hermann Giesler, so heißt der Architekt, sah in Weimar gleichermaßen einen großdimensionierten Appellplatz in der Mitte vor, mit axialer Halle dahinter und rahmenden Verwaltungsbauten der NSDAP daneben. Außerdem einen Glockenturm, von dem aber heute nur noch ein Stumpf, Sie sehen, auf der rechten Seite zu sehen ist. Zahllose Gau- und Parteiforen im Reich folgten diesem Schema. Reduziert man das Escher Ensemble auf die Grundkomponenten, nämlich Halle, Platz, Turm und einige Verwaltungsbauten, dann zeigen sich bis auf die Dimensionen kaum Abweichungen zu Weimar. Aber auch nicht zu Dresden. Oder Dortmund, oder Kiel, oder Bayreuth, oder sogar Trier. Das Ergebnis all dieser, und man könnte weitere nennen, Parteiforen, wäre eine gewisse Uniformität in den Bauten des Dritten Reichs gewesen, was man seitens der Forschung teilweise als einen Machtanspruch oder einen Allmachtsanspruch der NSDAP gedeutet hat. Einer der großen Forscher, Nerlinger, schreibt, ich zitiere, das gesamte Großdeutsche Reich wäre somit buchstäblich von der Maas bis an die Mebel in einem architektonischen Gleichschritt marschiert. Zitat Ende. Ob das aber tatsächlich historisch so beabsichtigt war, sei dahingestellt. So berichtet der Architekt Giesler, dass Hitler sich über zu viele Nachempfindungen des von ihm entworfenen Weimarer Forums beschwert hätte. Giesler darf man nicht immer trauen, seine Autobiografie ist da schon sehr beschönigend. Und könnte man das Ganze jetzt noch auf Gieslers Ego zurückführen, gibt es weitere Indizien für diese Sichtweise. Beim Wettbewerb für das Parteiforum von Frankfurt an der Oder beispielsweise lobte Hitler im Frühjahr 1939 den Entwurf von Hans Mertens und echauffierte sich laut Protokoll sehr energisch über, ich zitiere, Gleichmacherei und Schema. Er möchte endlich mal etwas anderes sehen. Zitat Ende. Stellt nun Luxemburg-Kirchberg als Ausreißer tatsächlich mal etwas anderes dar, reiht sich Esch in die eher gesichtslose Reihe anderer Parteiforen ein. Die Pläne für Esch offenbaren darüber hinaus gewisse Schwächen in architektonischer und stadtplanerischer Hinsicht. Der Turm wird geradezu absurd überlenkt. Und auf Verkehrsströme wird gar keine Rücksicht genommen. Irgendwelche Baufluchtlinien greift keines der Gebäude auf. Die Lage war zudem etwas unglücklich gewählt. Direkt an der Industriebahnlinie, die seit dem Bau der Rondbreck 1926-27 die Metallwerke Terrouge mit der Arbeit verband. Im Modell ist sie gut zu sehen, rechts neben dem Parteiforum, und zeigt nochmals, wie sehr die umstrittene Demontage der Brücke im April 2017 das Stadtbild verändert hat. Durch diese Brücke musste jedenfalls die Parteihalle aus der Achse verschoben werden, aus der Achse des Wasserbassins, das sich ja am Verlauf der Alzette orientierte.
Da stellt sich nun schließlich die Frage, warum wurde dann überhaupt dieses Areal ausgewählt? Ideologische Gründe scheiden nahezu aus. Das alte Château Bavard, von dem heute nur noch ein Turm übrig ist, bot keinen Bezugspunkt, um eine irgendwie geartete deutsche Vergangenheit zu konstruieren. Seit dem 19. Jahrhundert war es im Besitz der Arbeit. Zweckentfremdet wurde es von den Nazis tatsächlich, und zwar als zwangsumgesiedelte Ostarbeiter hier untergebracht wurden. In den Plänen für das Parteiforum wird das Château ohnehin kaum einbezogen. Es ist halt einfach da. Möglicherweise wurde die räumliche Nähe zur Arbeit allerdings auch gar nicht als Manko angesehen, sondern bewusst einkalkuliert. Städtebaulich sorgte man so immerhin für einen Lückenschluss zwischen dem frisch eingemeindeten Schifflange und dem alten Esch. Ergänzend wäre hinsichtlich des Standortes zu überlegen, ob so nicht auch das Gesicht der Stadt nach Nordosten ausgerichtet werden sollte. Also wiederum in Richtung Deutschland. Die Strategie kennen wir von Kirchberg. Ritter verwendet sie auch in Krakau. In Straßburg gibt es dasselbe Schema. Schließlich gibt es ein weiteres Argument für die Lage. Denn die Planungen greifen ein zentrales Motiv der NS-Stadtplanung auf. Den Achsengedanken. Das Forum lag am Ende der in Adolf-Hitler-Straße umbenannten Rue d'Alzette. Die wiederum nahm ihren Anfang am Brillplatz, heute Place de la Résistance. Der Lageplan zeigt dort eine Bebauung mit drei Gebäuden, darunter eben auch die Brill-Schule, sodass eine Platzanlage entstand, die der heutigen Situation gar nicht mal unähnlich ist. Über die Nutzungsabsicht der Gebäude ist jedoch nichts bekannt. Dennoch ist dieser Platz zweifellos als Pendant zum Parteiforum zu sehen. Die leicht gebogene Rue d'Alzette diente als Verbindungslinie und konnte für entsprechende Aufmärsche genutzt werden. Dieser Hinweis ist nicht ganz unwichtig, denn langgezogene Straßenachsen sind in der NS-Stadtplanung ein wiederkehrendes Motiv. Steffen Krämer hat diesen Inszenierungsgehalt unlängst vor einigen Jahren als, ich zitiere, Achsen für den Aufmarsch, Zitat Ende, bezeichnet. Sei es nun Gieslaw bei seinen Planungen für München oder sei es, wie wir hier sehen, Albert Speer bei seinen Planungen für Germania respektive Berlin, die Nord-Süd-Achse, 120 Meter breit, ähnlich größenwahnsinnig wie die Halle selbst. Wir können festhalten, dass die Achse als ein eigentlicher vollkommen sinnentleerter Stadtraum zum reinen Selbstzweck eingesetzt wurde und daher eine große Rolle in der NS-Architektur spielte. Nicht allein, aber auch, weil sie an die Frühzeit der Partei, also symbolisch an den Straßenkampf, erinnerte. Auch die Überbietung historischer Vorbilder wie Wien oder Paris, in den Augen Adolf Hitlers sogar Babylon und Rom, waren ein Argument für die Planung. Verglichen mit diesen gigantomanischen Achsenplanungen von Berlin und München, wirkt die Escher Anordnung nun zweifellos etwas kleiner und wie eine Notlösung, da die Straße schlicht und ergreifend da war und nicht neu geplant wurde. Dennoch nutzte man auch andernorts Boulevards in diesem Sinne. Dasselbe geschah nämlich in Luxemburg-Stadt mit der Avenue de la Liberté, ebenfalls umbenannt in Adolf-Hitler-Straße, und zwar anlässlich der Kreistage. Ohnehin waren die Kreistage zentrale Instrumente der NS-Selbstdarstellung in Luxemburg. In den Finanzierungsanträgen, die im Bundesarchiv in Berlin liegen, wird dies deutlich, wie Gau-Schatzmeister Walter Sammler am 14. Mai 1942 betont. Man habe vom Gauleiter die Anweisung, ich zitiere, die Kreiswochen im großen Rahmen aufzuziehen und unter Entfaltung aller der Propaganda zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten auszugestalten. Die Veranstaltung soll in der Bevölkerung Luxemburgs ein glänzendes Zeugnis von der Größe und Macht der NSDAP und von der Schlagkraft der nationalsozialistischen Weltanschauung geben, sollen aber auch gleichzeitig ein politisches Bekenntnis für den Endsieg Adolf Hitlers ablegen. Mai 1942, man spricht schon vom Endsieg. Was die zitierte Entfaltung aller Propagandamittel bedeutet, kann man unter anderem an dieser mit dicker Farbe bemalten Schwarz-Weiß-Fotografie sehen.
Es handelt sich quasi um einen Testlauf, um die Bildwirkung und Eindrücke der Beflaggung im Vorfeld auszuprobieren. Die inszenatorische Besetzung des öffentlichen Raums durch die Nazis mit ephemeren Denkmälern und Fahnen ist aber nur eine Seite des Phänomens. Im besetzten Luxemburg symbolisiert sie quasi die Inbesitznahme des Landes. Dass die Weigerung, Hakenkreuzfahnen durch die privaten Fenster herauszuhängen, erhebliche Strafen nach sich zog, dokumentiert den Stellenwert, den die Besatzer solchen Ereignissen und der entsprechenden Inszenierung beimaßen. Die NSDAP benötigte darüber hinaus Räumlichkeit, da die Kreistage eine Gelegenheit für Kundgebungen mit mehr oder weniger großer Parteiprominenz boten, die zur inneren wie äußeren Legitimation benötigt wurde. Insofern ergaben die Planungen für große Hallen auf dem Kirchberg oder in Esch durchaus Sinn. Dennoch konnte man bis zu deren Fertigstellung nicht warten. In Luxemburg-Stadt hatte man mit der Halle auf dem Limpertsberg, deren Erweiterungsbau noch vor der Annexion fast fertiggestellt war, einen adäquaten Veranstaltungsraum. Die Freigabe der Halle forderte der Gauleiter daher auch unmissverständlich bereits am 14. August 1940, weil sie, ich zitiere, für die künftige propagandistische Tätigkeit in Luxemburg von entscheidender Bedeutung ist. Zitat Ende. Eine ähnliche Lösung wurde auch für Esch gesucht. Wie der Artikel im Tagblatt anlässlich der Kreistage 1942 betont, sei das Ausweichen in provisorische Zeltbauten aufgrund fehlender Räume, ich zitiere, einer Stadt von der Bedeutung von Esch unwürdig. Daher habe die Kreisleitung die Anmietung und Umgestaltung einer Großgarage forciert. Diese Großgarage, eine Halle, die bis in die jüngste Zeit als Markthalle, die Murthall ist das, genutzt wurde, existierte schon zuvor, und zwar als Parkgarage des Escher Unternehmers Lise Giro, der zu den bekanntesten italienischen Einwanderern zählte und seit 1905 in der Transport-, Fremdenverkehrs- und Automobilbranche in Esch tätig war. Für den anvisierten Umbau haben sich im Bestand des Museums mehrere Studien erhalten, die alle von einer provisorischen Rednerhalle sprechen und alle Ende 1941 entstanden sind. Ein Grundriss im Maßstab 1:200, den wir hier sehen, verdeutlicht die Lage innerhalb der Häuser, lässt aber anhand der Zufahrtsrampen auf der rechten Seite und oben auch noch die alte Funktion als Parkgarage erkennen. Ein zweiter Plan liefert eine Innenraumperspektive, die sich ganz auf das Bühnenbild mit einem Reichsadler im Strahlenkranz konzentriert. Das Résistance-Musée besitzt darüber hinaus mehrere Propagandafotos von Parteiveranstaltungen, welche die grobe Umsetzung dieser geplanten Anordnung zeigen. Hier beispielsweise bei einer Rede des Gau-Propagandaleiters Ohmes. Eine dritte Skizze des Eingangsportals dokumentiert schließlich, wie sehr man aufgrund der von Häusern eingeschlossenen Lage nach einer halbwegs repräsentativen Eingangslösung suchte. Und zwar an der Rue Xavier Brasseur, umbenannt in Xavier Brasseur Straße. Wie eine Theaterkulisse wirkt daher das Portal mit den gekuppelten Pilastern, was entfernt an einen Triumphbogen erinnert, dem dann ein Reichsadler aufgesetzt wurde. Die Versorgungsräume seitlich des Eingangs verschwinden wiederum hinter glatten Wandflächen. In der Umsetzung entschied man sich am Ende für eine etwas andere Gestaltung, wie aus den Fotos hervorgeht. Statt des mittigen Portikus wird eine auch wesentlich praktischere Torreihe verwendet. Die pathetische Inszenierung mit einem Reichsadler in der Attika blieb indes bestehen. Dieses Pressefoto stammt vom Abschluss der Umbauarbeiten anlässlich der Eröffnungsfeier des Kreistages und die gleichgeschaltete Presse jubilierte, ich zitiere, der geräumige Bau eignet sich nach entsprechender innerer Umgestaltung vorzüglich für größere Veranstaltungen. Zitat Ende.
Von unserem Baurat Löb, von dem auch diese Umgestaltungspläne stammen, gibt es zwei weitere Pläne in den Beständen des Museums. Eher belanglos ist dieser Entwurf für einen Einbau einer Pförtnerloge im Kreisleitergebäude. Es war ein Privatgebäude, was öffentlich nutzbar gemacht wurde, da wurde das schlichtweg notwendig. Weitaus diskussionswürdiger ist hingegen ein letztes Blatt aus diesem Konvolut, das nämlich zur Frage überleitet, welche Mitschuld die Architekten an den Verbrechen des Nationalsozialismus auch trugen. Überschrieben mit, ich zitiere, Vorprojekt zum Kinderspielplatz zwischen Vinzenz und Wasserstraße, Zitat Ende. Damit überschrieben zeigt die Studie zwei Ansichten und einen Lageplan am Kreuzungspunkt mehrerer Straßen. Nicht auf dem Plan erwähnt wird, dass diese Örtlichkeit erst entstanden ist, nachdem die Synagoge von Esch Anfang Juni 1941 abgerissen worden war. Zwar hatte Bürgermeister Komp den Abriss und die Anlage eines Kinderspielplatzes bereits in einem Interview explizit angekündigt, und die gleichgeschaltete Presse begleitete das Vorhaben in der Folgezeit und sie deklarierte es sogar als, ich zitiere, zweckdienlichen Abriss. Zitat Ende. Nun ist die heutige Gestaltung von Standorten von ehemaligen Synagogen in den letzten Jahren immer wieder ein Untersuchungs-, aber auch ein Diskussionsgegenstand der Erinnerungskultur gewesen. Hochaktuell ist die Diskussion beispielsweise momentan in Deutschland, weil es dort die Debatte auch seitens der jüdischen Gemeinde nicht unumstritten um eine Rekonstruktion der Hamburger Synagoge am Bornplatz gibt. Dazu gibt es mehrere gute Publikationen. Weniger gut erforscht sind jedoch die nationalsozialistischen Pläne zur Nutzung dieser Brachflächen. Und zwar direkt nach dem Abriss der Synagoge. Nach allem, was wir wissen, hatten die Machthaber keine detaillierten Vorstellungen. Auf einer internen Besprechung nach der sogenannten Reichskristallnacht 1938 meinte Goebbels zu Göring, ich zitiere, nun ergeben sich für die Plätze, auf denen die Synagogen gestanden haben, die vielfältigsten Verwendungsmöglichkeiten. Die einen Städte wollen sie zu Parkplätzen umgestalten, andere wollen dort wieder Gebäude errichten. Zitat Ende. Der Plan in Esch, einen Kinderspielplatz anzulegen, ist jedoch an Zynismus kaum zu überbieten. In Luxemburg-Stadt wiederum überlegte man zunächst, das Synagogengrundstück zu veräußern, um davon die Abbruchkosten zu bezahlen, was jedoch rechnerisch nicht aufging. Letztlich forderte der Gauleiter noch am 7. August 1944, muss man sich vor Augen halten, einen Parkplatz anzulegen. Ich zitiere, insbesondere für Kraftwagen, die Gäste zum Haus Moseland, Hotelunterbringungsort in der Nähe, bringen. Zitat Ende. Diese Idee ist kaum weniger perfide als andere, erscheint jedoch einen Monat vor der Befreiung durch die Amerikaner und in Zeiten erheblicher Benzin- und absoluter Baustoffknappheit natürlich besonders absurd. August 1944. Rohstoffmangel verhinderte nämlich bereits seit 1942 letzten Endes alle Baupläne, die mitunter schon zuvor eher als Gedankenspiele anzusehen sind. So ist zeitweise von einem eigenen Theater für Esch die Rede, nachdem Überlegungen eines Theaterneubaus in Luxemburg-Stadt die Runde gemacht hatten. Seitens des Gauleiters kam die Idee auf, dass auch Esch ein eigenes Theater bekommen müsste. Als Baurat Löb im Januar 1942 sein Modell von der Stadt Esch vorstellte, war indes zunächst angedacht, erstmal ein Escher Kino zum Stadttheater umzugestalten. Wobei die Pläne für den Umbau bereits vorlägen, jedoch noch Grundstücke erworben werden müssten. Einen entsprechenden Planriss für das Theater in Esch gibt es jedoch meines Wissens bislang nicht. Das Résistance-Musée besitzt zwar diesen wunderbaren Theaterentwurf, der war allerdings nicht für Esch gewesen, sondern für die Stadt Luxemburg. Es handelt sich um eine nichtsdestotrotz alte Kopie eines Plans, dessen Vorlage im Archiv de la Ville aufbewahrt wird. Das hier zu sehende Original im Stadtarchiv ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil in der unteren rechten Ecke die Urheber vermerkt sind.
Dort ist zu lesen, dass das Düsseldorfer Architekturbüro Hentrich und Häuser diesen Entwurf vorgelegt hatte, der die überarbeitete Variante ihrer ersten Konzeption darstellt. Allein zum Theater gibt es im Archiv de la Ville 15 verschiedene Planskizzen. Darüber hinaus hat sich im Letzeburg City Musee das Gipsmodell erhalten, von dem der Baumeister Helmut Hentrich noch 1995 in seiner Autobiografie sogar mit einem gewissen Stolz berichtet. Helmut Hentrich wird einer der Star-Architekten der 1950er Jahre in Deutschland werden. Bekannt für seinen internationalen Hochhausbau, wie die Düsseldorfer ThyssenKrupp-Verwaltung, das sogenannte Drei-Scheiben-Hochhaus, also einer der modernen Wiederaufbauarchitekten Deutschlands. Woher er sein Formenrepertoire in den 1940er Jahren bezog, kann man an diesem Vergleich ganz gut sehen. Ich zeige hier die Gartenfront der neuen Reichskanzlei in Berlin, also einem der wenigen tatsächlich vollständig fertiggestellten Repräsentativbauten des NS-Staates. Achten Sie mal auf die Säulenstellung in der Mitte und die Fensteranordnung daneben. Da sieht man doch recht offensichtlich, wie sehr Helmut Hentrich hier Ideen von Speer übernommen hat. Hinsichtlich der Standortfrage waren mehrere Varianten in der Stadt Luxemburg durchgespielt worden, bis man sich entschloss, das bischöfliche Konvikt abzureißen, um dort ein sogenanntes Kulturforum anzulegen, dessen Prachtbau das Theater werden sollte. Daran sieht man allerdings auch, und damit leite ich zu einem Fazit über, für die Besatzer lag Luxemburg-Stadt viel stärker im Fokus als ich als selbst. Zumindest ist das Planmaterial deutlich umfangreicher und die Pläne sind weitaus detaillierter entwickelt. Vorrangig dürfte dies an der Größe und Bedeutung der ehemaligen Hauptstadt gelegen haben. Es können auch ideologische Gründe eine Rolle gespielt haben. Luxemburg als alte Festungsstadt, das sprichwörtliche Gibraltar des Nordens, bot sich als Aushängeschild eines neuen großdeutschen Reiches stärker an. Hier ist die Parallele zu ziehen, zu Straßburg oder zu Krakau, aber auch zu Prag. Denn die Nazi-Ideologen sahen sich in diesem Punkt in einer historischen Traditionslinie mittelalterlicher Kaiserstädte. Auch die beteiligten Personen an den Schaltstellen der Macht, sei es nun der Stadtplaner Hubert Ritter, sei es Bürgermeister Richard Hengst, dürften eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, wo verstärkt gebaut wurde. Meine Damen und Herren, weder das Theater noch die Parteiforen von Esch oder Luxemburg kamen auch nur ansatzweise in eine Realisierungsphase. Selbst kleinste Bauvorhaben waren im Krieg einfach nicht mehr möglich. Alle Bauanträge mussten dem Landrat zur Prüfung vorgelegt wurden. Involviert war zudem das Arbeitsamt, das Arbeitskräfte und Bezugsscheine für die immer rarer werdenden Baumaterialien zusteuert. Aus Mangel an beidem wurde schließlich ein endgültiger Baustopp verhängt, der nur bei letzten Endes kriegswichtigen Dringlichkeiten ausgehebelt werden konnte. Da hatten Rüstungsbetriebe gute Chancen, aber interessanterweise auch Kinos wegen ihrer propagandistischen Aufgaben. Ansonsten wurden Genehmigungen fast nur noch für Luftschutzbauten erteilt. Ob dies bei den deutschen Behörden den Glauben an einen Endsieg irgendwie erschütterte, lässt sich kaum belegen. Vom Planen hielt es jedenfalls weder die Architekten noch die involvierten Dienststellen ab. Vielen Dank. Lieber Stefan, ich danke dir sehr für diesen interessanten Vortrag. Das war ganz spannend. Und ich würde jetzt die Fragen für das Publikum öffnen, wenn Reaktionen sind oder Fragen bitte Mikrofon anschalten und das Wort ergreifen. Ich fange dann einfach mal an. Du hast kurz die luxemburgischen Mitarbeiter von Hubert Ritter erwähnt und dass die ja auch nach dem Krieg noch gute Beziehungen mit ihm hatten. Weißt du da irgendwie ein bisschen mehr von denen? Ja, da gibt es mehrere Namen. Also gerade für die,
Für die Escher weiß ich es nicht ganz so gut. Für die aus Luxemburg-Stadt, unter anderem Fritz Hansel, ist einer der Architekten, der auch, ich glaube, für 5 Jahre inhaftiert gewesen ist. Der nach dem Krieg dann und nach der Inhaftierung dann auch wieder als Architekt tätig ist. Der engste Mitarbeiter von Hubert Ritter ist Arlo Bowe. Dessen Unterschrift taucht auf, ich würde mal sagen, im Großteil, wahrscheinlich gefühlt jetzt 80% der Pläne auch als zweite Unterschrift auf. Ich glaube, Mitglied der Volksdeutschen Bewegung, also sehr linientreu, stammt aus Niederanven und ist nach dem Krieg, ist er nicht mehr als Architekt tätig, aber als Blumenmaler. Also sowohl die Fotothek Luxemburg als auch das Letzeburg City Museum hat verschiedene Gemälde mit Blumenstillleben von ihm. Also der geht dann nach dem Krieg in eine Art seine Auseinandersetzung mit der Thematik mehr als Mitläufer, sondern richtiger Kollaborateur gewesen zu sein, indem er dann das Unpoliteste macht, was man als Künstler machen kann, Blumenstillleben. Also das sind dann Sonnenblumen in der Vase und so ein Zeug. Es gibt auch genau das Gegenteil. Also Eugène Clément, damals eingedeutscht Eugen Clement, Tiefbauamt Luxemburg, ist doch eher ein Widersacher von Ritter gewesen und auch, ich will nicht sagen Widerstandskämpfer, aber zumindest mal sehr kritisch der Besatzung gegenüber. Und das betont Ritter auch immer wieder in den Briefen. Insbesondere ärgert er sich wohl, dass Clément diese Idee mit einem Straßenring um Luxemburg aufgreift und das verkauft, als wäre es seine Idee, wobei Ritter der Meinung ist, das hätte man doch in den 40er Jahren entwickelt. Da spielen aber auch Befindlichkeiten eine Rolle. Okay. Ich hatte eine Frage. Hallo? Ja. Auf einem der Pläne von Volup, da steht ein Sachbearbeiter, Bauler. Ja. Habe ich auch erwähnt. Gehört der zu dieser Unternehmerfamilie Bauler? Das kann ich nicht sagen. Ich habe den Namen nirgendwo finden können. Also ich bin noch nicht mal sicher, ich gucke gerade, ob man es irgendwo gut sieht. Hier unten rechts sieht man die Signaturen von beiden. Ich bin noch nicht mal sicher, ob er Luxemburger oder Deutscher ist. Er wird nur einmal in einem Artikel in einem Presseartikel als sein Bauzeichner benannt. Mhm. Also ich habe noch nicht mal einen Vornamen, deshalb konnte ich es auch nicht weiter recherchieren. Mhm. Es gibt die Familie Bauler, ich weiß, schreibt die sich aber auch mit AU? Ja, es gibt die Unternehmerfamilie, die haben unter anderem das Spital, die Klinik in Esch gebaut. Ah, okay. Also es wäre natürlich auf jeden Fall denkbar, da die Verbindung zwischen Bauzeichner und Architekten sehr, sehr nahe liegt. Und danke für den Tipp. Also das wäre, müsste ich dann mal nachgehen, weil das der Name, das ist ähnlich wie Löb, da hat es auch dank Jerome, der hatte mir die Einwohnermeldekartei vermittelt, über den Löb wäre man ansonsten wenig fündig geworden. Ich habe jetzt zu entfernten Nachfahren mal Kontakt aufgenommen, in der Hoffnung, dass die noch weitere Informationen haben. Dank dieser Einwohnerkartei wissen wir bei Löb, dass er aus Mannheim stammt und können dann den Bezug herstellen. Bei Bauler war es mir bislang vollkommen unbekannt. Also insofern danke für den Hinweis. Vielleicht, also das wäre anzunehmen. Dann Arlo Bowe, dem bin ich begegnet, im Zusammenhang mit dem Architekten Arthur Thiel. Mhm, ja. Der hat den Märsch mit dem Agrocenter zu tun als Architekt und der hat bei einem Wettbewerb zusammengearbeitet mit Arlo Bowe und Arthur Thiel. Ah, okay. Wenn Sie das interessiert, dann kann ich das nochmal nachschauen. Ich glaube, das war in einer Ausstellung in Lüttich. Ich muss das aber nochmal nachgucken. Ah, okay. Also da ist er mir noch nicht begegnet. Mir sind die vielen Gemälde. Wissen Sie, wann das war? Das war, glaube ich, 39. Ah ja, okay. Also ich glaube, ich habe einen Entwurf noch gefunden. Ich glaube, bei der Weltausstellung 38 gibt es wohl auch eine Skizze von ihm. Aber ansonsten bin ich hauptsächlich über die Sachen dann nach dem Krieg
gestolpert, wo er eben als, ja, als Blumenmaler tätig ist. Interessante Sachen, aber sehr hart. Bei der Ausstellung, wo Sie gerade erwähnen, was hat er denn da für eine Skizze gemacht? Ich glaube, da gibt es eine Skizze für im Zusammenhang mit dem Pavillon, von dem ich aber nicht weiß, ob es umgesetzt wurde. Ah, das würde mich auch interessieren. Weil was ich glaube, der Name Alu Bure war mir gar kein Begriff, bis ich in dem Zusammenhang damit Apfelkind den Namen begegnet bin. Es gibt ja diese berühmte oder berüchtigte, kann man sagen, Skizze. Vom Stadtschloss in Luxemburg wird ja, die Nazis planen ja, das Stadtschloss in eine Schlossschenke umzugestalten. Und da gibt es eine auch mehrfach publizierte schon Skizze, wo dann ja ein paar Männer zusammen am Tisch sitzen und irgendwie Bier trinken und irgendwie eine Dame bringt, glaube ich, im Hintergrund Humpen mit Bier. Da dürfte Alu Bure mit dabei sein, weil da hat er mit unterschrieben. Da sind Unterschriften von etwa 10 Leuten, die alle bei der Volksdeutschen Bewegung waren und da gibt es auch Alu Bures Unterschrift. Also wenn es dich interessiert, kann Liz sicherlich auch den Kontakt herstellen, kann ich eine Skizze davon, einen Abzug Ihnen auch noch schicken, wenn Sie möchten. Gerne, ja. Und herzlichen Dank auch für Ihren schönen Vortrag. Es war wirklich sehr aufschlussreich und sehr viele Verbindungen auch zu anderen Orten. Fand ich sehr toll. Sie haben gesagt, es wird publiziert in dem Band, der im Herbst erscheint. Genau, genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Gerne. Meine E-Mail-Adresse ist ganz einfach. alorang@pt.lu. Also wenn Sie mir schicken, kann ich Ihnen auch die Referenz da mit dem Arthur Thiel schicken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke. Ich glaube, die Liz Hoffmann, ich schaue sie gerade an, ich sehe sie, die nickt, die kann die Verbindung herstellen. Okay. Und dann würden wir das gerne austauschen. Ja, ja, schön, danke. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, was Sie jetzt, Sie sind in Stuttgart. Genau, ich bin was Sie jetzt beschäftigt sind. Ich bin beim Stadtarchiv in Stuttgart angestellt, unter anderem, und bin dort für das digitale Stadtlexikon in der Redaktion tätig. Wir haben in Stuttgart im Grunde genommen etwas, was Sie in Luxemburg mit dem Lux-Atlas kennen. Also die Martin Uhrmacher hat und weitere haben ja den Lux-Atlas als digitales Stadtlexikon für Luxemburg auf die Beine gestellt und sind das kontinuierlich am Erweitern. Und in Stuttgart gibt es eine ähnliche Unternehmung und da machen wir das für die Stadt Stuttgart mit Beiträgen zu Orten, zu Personen, aber auch zu Ereignissen der Stadtgeschichte und mit sehr vielen historischen Karten, wo man die Entwicklung der Stadt sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Stadtlexikon Stuttgart.de. Schauen Sie da mal rein. Danke. Gibt es sonst noch Fragen vom Publikum? Dann stelle ich noch eine Frage. Weißt du, ob es irgendwie Reaktionen aus der Bevölkerung gab zu diesen Plänen? Die waren ja auch wahrscheinlich nicht so bekannt. Also sie wurden natürlich in den Zeitungen schon mal beschrieben, aber... Sie wurden in den Zeitungen beschrieben. Es gibt einen Arzt, Paul Delvaux, schreibt 1946, bringt er seine Aufzeichnungen heraus. Und es gibt mehrfach Vorträge von Hubert Ritter vor der Bevölkerung, wie man sich das Ganze vorstellt. Das ist jetzt quellenkritisch natürlich, also ich glaube, ich kann 3 oder 4 Vorträge nachweisen, wo er darüber spricht. Die Presse lobt das Ganze natürlich nur oder erwähnt nur, er hält einen Vortrag, aber wir haben bei ein paar Aufzeichnungen und unter anderem Delvaux ist da eine, Hinweise darauf, wie das Ganze aufgefasst wurde.
Die Texte sind natürlich erst 46, 47 nach dem Krieg entstanden. Da ist natürlich quellenkritisch, muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz spiegeln die ganz interessant auch die Stimmung wider. Bei der Wurs ist beispielsweise so, die sehen dieses Modell von dieser absurd großen Halle auf dem Kirchberg und entscheiden daraufhin, dass sie, er macht das fest, er beschreibt es, als gäbe es zwei Stimmen. Die einen sagen sinngemäß, einen kritischen Nörgler bezeichnet ihn und die anderen nehmen es eher Schulterzucken zur Kenntnis. Und was interessant ist, er kommt zu dem Schluss, wenn das stimmt, wäre es sehr spannend, dass diese ganze Parteibautengeschichte, die da geplant ist, letzten Endes nur einen einzigen Zweck hätte, nämlich den, dass wenn die Amerikaner kommen und die Nazis vertrieben sind, man diese Modelle sieht und dass die Luxemburger dann sagen, ach, hätten wir die Deutschen nur gut hier behalten und hätten wir die Rouge machen lassen, das wäre ja alles total toll geworden. Also ich zitiere es jetzt sinngemäß, aber das ist tatsächlich einer der interessantesten Hinweise dazu. Bei der WO 1946 publiziert, ganz spannender Hinweis. Ansonsten gibt es immer mal wieder in Zeitungen, auch in den 50er Jahren, kann man nachweisen, dass da durchaus die Pläne bekannt waren, werden natürlich, das ist auch Teil der Aufarbeitung, unglaublich kritisch gesehen im Sinne von absurd, größenwahnsinnig, mit fadem Beigeschmack, keine luxemburgische Baukunst etc. Das ist aber auch ein Stück weit der Zeit geschuldet, dahingehend, dass es in Deutschland nicht unähnlich ist. Es gibt eines der ersten Zitate zur NS-Architektur in wissenschaftlicher Auseinandersetzung von einem Kunsthistoriker namens Pevsner, der sagt, jedes Wort über NS-Architektur wäre ein Wort zu viel. Und damit klammert man ja jede wissenschaftliche Auseinandersetzung auch aus. Und das brauchte mehrere Jahrzehnte, bis man da auch ein bisschen wissenschaftlich sich der Architektur des Nationalsozialismus annähern konnte. Gibt es sonst noch Fragen? Stefan, wenn du erlaubst, teile ich nur kurz meinen Bildschirm. Ja, klar, natürlich. Dann weise ich noch, dann zeige ich noch kurz den Flyer unserer Publikation. Wunderbar, ja. Ich mache das mal auf. Auf 50 vielleicht so. Wie gesagt, also Stefan hat schon darauf hingewiesen, wir werden im September ein neuer Sammelband herausgeben. Es handelt sich, wie der Titel sagt, um eine Anthologie, also ein Sammelband, eine Bestandsaufnahme zur Forschung, zur Geschichte des Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Es gibt insgesamt 54 Artikeln von 43 Autoren und Autorinnen. Die Artikel sind also zum einen auf entweder auf Französisch oder auf Deutsch geschrieben. Und jeder Artikel hat dann ein Resümee, eine Zusammenfassung auf der anderen Sprache. Also wenn wir einen deutschen Artikel haben, gibt es eine französische Zusammenfassung, um das Buch eben möglichst zugänglich zu machen. Und wie gesagt, also Sie können das Buch jetzt schon in der Prävent, im Vorverkauf bestellen und kaufen, dann ist es etwas billiger. Und ansonsten wird es dann im September in den Buchhandlungen und auch im Museum verfügbar sein. Ja, hat noch jemand eine Frage zu Stefans Vortrag? Ansonsten würde ich sagen, dass wir die Konferenz hier abschließen. Ich bedanke mich nochmal sehr bei Stefan für den spannenden Vortrag. Wie gesagt, wenn noch jemand nachher irgendwie, wenn Ihnen nachher noch eine Frage einfällt, ihr könnt euch
ruhig beim Museum melden und wir machen dann den Kontakt mit Stefan Heinz, falls noch andere Fragen sind oder ihr euch austauschen wollt. Gut, dann Stefan, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier nochmal auch die Sachen vorzustellen. Vielen Dank für das neue Format, auch für mich neu. Hat aber sehr gut